Jedes Mal, wenn wir im Universum eine bis dato vollkommen unbekannte Entdeckung verzeichnen, fügen wir dem Gesamtbild unserer galaktischen Heimat ein weiteres wichtiges Puzzlestück hinzu. Manche Sensationsfunde führen allerdings nicht dazu, dass die gängigen wissenschaftlichen Annahmen vertieft und erweitert, sondern vollkommen ins Chaos gestürzt werden. So bewirkt eine jüngst veröffentlichte Erkenntnis, dass wir die bislang geläufige Geschichte unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, womöglich vollends neu überdenken müssen. Welche schier unglaublichen Phänomene vor vielen Milliarden Jahren dazu geführt haben, dass die Milchstraße heute in ihren charakteristischen Ausprägungen vorliegt, erfahrt ihr in unserem nun folgenden Video. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß mit diesem interessanten Thema. Ihr habt Lust auf weitere spannende Beiträge rund um das Thema Weltall? Dann abonniert The Simply Space, um regelmäßig mehr über die verblüffenden Schauspiele im Universum zu erfahren. Wenn euch die Inhalte unserer Videos gefallen, zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Werft nach unserem heutigen Video gerne auch einen Blick auf die anderen interessanten Beiträge unseres Kanals, die wir im Abspann für euch verlinkt haben. Die Milchstraße, unsere faszinierende Heimatgalaxie. Wie praktisch alle bekannten Himmelskörper und Strukturen im Universum besitzt auch die Milchstraße ihre Namenswurzeln in der Welt der sagenumwobenen Mythologie. So glaubten die alten Griechen, dass es sich bei dem hellen, spiralförmigen Gebilde am Firmament um das Resultat einer göttlichen Geschichte handle. Der Legende nach brachte der Götterherrscher Zeus seinen Sohn Herakles einst zu seiner Frau Hera, damit der kleine Halbgott von der Milch seiner Stiefmutter trinken sollte. Hera selbst schlief zu diesem Zeitpunkt allerdings, sodass sie erschreckt auffuhr, als der kleine Herakles von ihrer Brust trank. Dabei soll sich ein Strahl ihrer Muttermilch über den Sternenhimmel ergossen und jene kosmische Struktur gebildet haben, die wir seit jeher als Milchstraße bezeichnen. Doch nicht nur aus mythologischer, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht weist die verschlungene Balkenspiralgalaxie restlos zu begeistern. Betrachtet man unsere Heimatgalaxie dabei durch ein Teleskop, erkennt man die abertausenden Sterne, die sich in den silbern schimmernden Bändern der Milchstraße tummeln. Dies ist jedoch lediglich ein äußerst kleiner Teilausschnitt der Gesamtdimension des faszinierenden Gebildes. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass die Balkenspiralgalaxie nicht weniger als 500 Milliarden Sterne beheimatet. Wie wir alle wissen, zählt dazu auch die Sonne, welche unsere Erde und die umliegenden Planeten tagtäglich mit der notwendigen Energie versorgt. Was die Milchstraße optisch ebenfalls auszeichnet, sind die zahllosen Staub- und Gaswolken, die so manchen Blick auf die dahinterliegenden Himmelskörper versperren. Die kosmischen Nebelgebilde können dabei nur mit Hilfe hochmoderner Radioteleskope durchblickt werden. Dies trifft auch auf das Zentrum unserer Heimatgalaxie zu, welches im Sternbild Schütze verortet wird. Durch diesen natürlichen Umstand wird auch der Eindruck erweckt, dass manche Teile der Milchstraße scheinbar von einer klaffenden Leere geziert würden. Da es sich dabei jedoch um gigantische, dunkle Staubwolken handelt, welche die dahinter befindlichen Sterne lediglich auf den ersten Blick verdecken, ist dies nicht der Fall. Weil wir uns mit unserem blauen Heimatplaneten inmitten der Milchstraße befinden, ist es uns natürlicherweise nicht möglich, das gigantische Gesamtkonstrukt aus einer alles überblickenden Position heraus zu betrachten. Wenn man so möchte, meinte es das kosmische Schicksal jedoch recht wohlwollend mit der räumlichen Lage unseres Planetensystems innerhalb der Milchstraße. Demnach befinden wir uns eher am Rand der Balkenspiralgalaxie, wodurch es uns auf der Erde vergönnt ist, den Großteil der Milchstraßensterne, die sich in deren Mitte befinden, regelmäßig zu bestaunen. Bulge, Größeneinordnung und Entstehung. Jener gleißend helle Zentralbereich einer Galaxie, der alles andere in seiner Umgebung überstrahlt, wird in der Fachwelt als Bulge bezeichnet. Befindet sich eine andere Galaxie sehr weit von unserer irdischen Heimat entfernt, kriegen wir nicht selten lediglich den Bulge der galaktischen Struktur zu Gesicht. In der Vergangenheit konnte unser Wissensstand über die Beschaffenheit der Spiralgalaxienzentren bedeutend erweitert werden. So sind sich die Forscher heutzutage dahingehend einig, dass sich im Innern der meisten Bulges ein schwarzes Loch befindet. Dies ist aktuellen Erkenntnissen zufolge auch bei unserer Milchstraße der Fall. Der Gesamtdurchmesser der Milchstraße wird auf einen Wert zwischen 170.000 und 200.000 Lichtjahren beziffert.
Die Dicke unserer Heimatgalaxie beträgt mitsamt des Bulges im Zentrum wiederum etwa 15.000 Lichtjahre. Die Masse der Milchstraße beläuft sich aktuellen Schätzungen zufolge auf den 1,5 Billionenfachen Massewert unserer Sonne. Um sich diese gigantischen, jedoch zuweilen etwas abstrakten Dimensionen einmal bildhaft vor Augen zu führen, hilft es, sich die Milchstraße als etwa 10 Kilometer durchmessendes Schneegestöber vorzustellen. Dabei würde jede Schneeflocke, von der es etwa 3 pro Kubikmeter gäbe, einen eigenen Stern widerspiegeln. Unsere Sonne, die in unseren Köpfen seit jeher wie ein gigantischer, alles in den Schatten stellender Himmelskörper anmutet, besäße in diesem Schaubild wiederum gerade einmal die Größe eines mikroskopischen kleinen Virus. Bekanntermaßen entstand das Universum vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Daher wird angenommen, dass sich auch unsere Heimatgalaxie in der frühzeitlichen Epoche des Uruniversums ausbildete. Wie genau der Entstehungsprozess der Milchstraße vonstatten ging und welche Umstände letztlich dazu führten, dass die Balkenspiralgalaxie schließlich ihre charakteristische Form bekam, wird in den Reihen der Experten noch immer heiß diskutiert. Ein jüngst veröffentlichter Artikel legt nun wiederum den Schluss nahe, dass die Milchstraße in der Vergangenheit an einem außergewöhnlichen kosmischen Schauspiel teilgenommen hat, das uns in pures Staunen versetzt. Die Kollision der Milchstraße mit einer Zwerggalaxie. Folgt man den Ausführungen der Mitarbeiter des Rensselaer Polytechnic Institute und deren Kollegen von der Queen's University, so soll das Zentrum der Milchstraße vor etwa 3 Milliarden Jahren mit einer anderen Zwerggalaxie zusammengestoßen sein. Zu dieser bahnbrechenden Erkenntnis gelangten die Experten, als sie bemerkten, dass sich in unserer Heimatgalaxie auffällige Schalenstrukturen tummeln. Diese entstehen im astronomischen Kontext immer dann, wenn eine große Galaxie mit einer viel kleineren kollidiert. Infolge dieses kosmischen Zusammenpralls werden die Sterne der kleinen Galaxie schließlich von den enormen Einflüssen der Gezeitenkräfte angezogen, woraufhin sie sich letztlich zu langen Sternensträngen anordnen, die sich kurvenförmig im Halo der größeren Galaxie anordnen. Der Begriff Halo beschreibt wiederum eine kugelförmig aufgebaute Zone, welche die eigentliche Galaxie umgibt. Die dabei erwähnte Schalenstruktur meint im Umkehrschluss also, dass die angezogenen Sterne der kleineren Galaxie letztlich einen Bogen oder in anderen Worten eine galaktische Schale um die größere Galaxie bilden. Dieses Phänomen konnte bereits in einigen anderen Galaxien nachvollzogen werden. Aufgrund unserer räumlichen Lage innerhalb der Milchstraße war es uns bis vor kurzem allerdings nicht möglich, derartige Erkenntnisse auch in unseren kosmischen Heimatgefilden zu verorten. Die Forscherin Robin Sanderson beschäftigte sich ursprünglich mit den galaktischen Schalenstrukturen anderer Galaxien, um dabei wichtige Erkenntnisse über die Eigenschaften von dunkler Materie zu gewinnen. Während die ursprüngliche Arbeit der Expertin nicht von Erfolg gekrönt sein sollte, so ebnete Sandersons Forschung dennoch den Weg zu der soeben beschriebenen bahnbrechenden Entdeckung in der Milchstraße. Demnach eigneten sich die erarbeiteten Methoden der Wissenschaftlerin hervorragend dazu, die Masse- und Dichteverteilung einer Galaxie zu untersuchen. Die Praktiken der Expertin sollten schließlich auf jene wichtigen Daten angewandt werden, welches das ESA-Weltraumteleskop Gaia seit einigen Jahren an die Erde übermittelt. Im Detail handelt es sich bei der technischen Gerätschaft um eine hochmoderne Raumsonde, die mit den komplexesten Messinstrumenten unserer Zeit ausgestattet das Ziel verfolgt, unseren Himmel unvergleichlich detailliert und dreidimensional zu kartieren. Die Genauigkeit, mit der Gaia bislang etwa 1% aller Milchstraßensterne untersuchte, sucht in der Welt der modernen astronomischen Forschung ihresgleichen. Die Schalenstrukturen in unserer Heimatgalaxie. Mithilfe dieser Informationen und Sandersons vorangegangenen Untersuchungen schafften es die Fachleute nun, die Existenz von gleich 4 dieser beeindruckenden Schalenstrukturen in unserer Heimatgalaxie nachzuweisen. Dabei konnten 2 der kosmischen Gebilde in der sogenannten Virgo-Überdichte und wiederum 2 in der Herkules-Aquila-Wolke verortet werden. Die entsprechenden Schalenmuster wurden anschließend in einem speziellen Modellierungsverfahren untersucht, im Zuge dessen die Experten wichtige Erkenntnisse über den Zeitpunkt der Galaxienkollision sammeln konnten, die letztlich zum Entstehen der einzigartig angeordneten Sternenstrukturen führte.
Dabei gelangten die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die entsprechende Zwerggalaxie das Zentrum der Milchstraße vor etwa 2,7 bis 3 Milliarden Jahren passiert haben muss. Dass vor allem kugelförmig aufgebaute Galaxien immer wieder ausgeprägte Schalenstrukturen aufweisen, war der Fachwelt indes schon seit längerem bekannt. Im Falle von Kugelgalaxien besitzen die besagten Gebilde jedoch andere optische Ausprägungen, weshalb es den Forschern in der Vergangenheit nicht möglich war, vergleichbare Objekte in unserer Heimatgalaxie zu verorten und diese in einen übergeordneten Deutungskontext einzuflechten. Dies liegt einerseits daran, dass wir aufgrund unserer räumlichen Position innerhalb der Milchstraße nur ein ganz bestimmtes, zuweilen eingeschränktes Blickfeld auf die Gesamtbeschaffenheit unserer galaktischen Heimat besitzen. Gleichzeitig führt der Umstand, dass es sich bei der Milchstraße bekanntermaßen um eine scheibenförmige Balkenspiralgalaxie und eben nicht um eine kugelförmige Struktur handelt, dazu, dass sich die Schalenstrukturen in unseren kosmischen Gefilden etwas anders darstellen als die bereits entdeckten Schalenmuster in anderen Galaxien. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen den Experten nun dabei, die einzigartige Beschaffenheit der Milchstraße noch einmal in einem vollkommen neuen Licht zu betrachten. So sollen im Rahmen weiterer Untersuchungen wichtige Rückschlüsse über die genauen Resultate von Galaxienkollisionen gewonnen werden. Diese Informationen könnten wiederum Prognosen über die Auswirkungen von künftigen Galaxienzusammenstößen ermöglichen. Ihre weiteren Untersuchungen vergleicht Sanderson dabei mit der Arbeit einer galaktischen Archäologin. Demnach gilt es nun, die einzelnen Strukturen und Gebilde innerhalb der Milchstraße noch genauer unter die Lupe zu nehmen und anschließend die Entstehungsgeschichten der atemberaubenden Objekte zu rekonstruieren. So warten in Zukunft noch immer unzählige Puzzleteilchen in unserer Heimatgalaxie darauf, eines Tages vom Menschen zu einem aufschlussreichen Gesamtbild zusammengesteckt zu werden. Was denkt ihr über die atemberaubenden Schalenstrukturen in der Milchstraße? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen sowie euer Feedback zu unserem heutigen Video gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.